Guten Tag und herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie können auf einen guten Start in dieses Semester zurückblicken. Es gibt große Veränderungen in der FOP in diesem Semester, für Sie und für uns. Die FOP findet rein digital statt. Und die FOP richtet einen eigenen Klausurvorbereitungskurs aus. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Video. Durch den Klausurvorbereitungskurs sollen Sie unterstützt und angeleitet werden, sich auf die FOP-Klausur vorzubereiten. Natürlich mit entsprechender Unterstützung und Struktur, damit Sie aufgrund der Stoffhülle und dem Schreiben der eventuell ersten Klausur einen guten Plan zum Lernen entwickeln können und nicht die Nacht vor der Klausur so verbringen. Wem bei dem Wort Klausurvorbereitungskurs intensive, anstrengende Workshop-Tage direkt vor der Klausur anfallen, der liegt nur halb richtig. Es wird eine intensive Betreuung kurz vor der Klausur geben, mit nachfolgender Beratung durch Tutorinnen. Zudem fängt Ihre Klausurvorbereitung schon jetzt an, indem Sie selbstständig die Hausaufgaben anfertigen und die Foliensätze aufmerksam lesen und verinnerlichen. Um Ihnen die Perspektive zu geben, das bisher Gelernte wachzuhalten, aufzufrischen und Ihnen eine Zielperspektive für die Klausur zu geben, wie könnten die Aufgaben aussehen, startet im Januar eine Quizrunde. Was können Sie sich unter einem solchen Quiz vorstellen? Dies möchte ich Ihnen direkt in Moodle zeigen, wo Sie ab dem 4. Januar die Quizze finden werden. Nun sind wir einmal im Moodle und um den Klausurvorbereitungskurs zu finden, müssen Sie ganz nach unten scrollen. Und dann sehen Sie noch, es ist eingeschränkt, aber mit der Ankündigung, es ist auch für Sie verfügbar. Dann finden Sie nochmal das Begrüßungsvideo zum Nachschauen, die Informationen zum Nachlesen sowie verschiedene Foren. Und Sie können selbst Quizfragen erstellen, um so auch nochmal eine Lernmöglichkeit zu haben. Nun finden Sie ab dem 4. Januar hier das Quiz A. Das können Sie einmal anklicken. Genau, nun sind wir einmal im Quiz A drin. Und wenn Sie das im 4. Januar machen, ist der Test auch nicht mehr in der Vorschau, sondern können schon auf ihn zugreifen. Was passiert jetzt in diesem Quiz? Sie sollen überprüfen, wie gut Sie sich selbst mit den einzelnen Themen der FOP bereits auskennen. Also es werden immer nur Sachen im Quiz abgefragt, die Sie schon bereits gemacht haben oder die gerade aktuell Stoff sind für die Hausübungen. Dann sehen Sie zuerst gleich 4 Fragen bzw. Aufgaben und Sie sollen sich vor der Bearbeitung entscheiden, ob Sie das können. Und das Ziel ist dabei, dass Sie regelmäßig Wissen und Kenntnisse abrufen, also nicht einfach nur lesen, wurde eigentlich gemacht, sondern Sie rufen dieses Wissen ab und damit können Sie langfristig auf dieses Wissen zugreifen. Dann können Sie einmal auf nächste Seite gehen. Und hier sehen Sie auch nochmal die Anweisung. Sie sollen sich die Fragen und Aufgaben durchlesen und dann die Option anklicken, ob Sie diesen Aspekt wissen bzw. können. So, dann würden wir zum Beispiel sagen, dass der Zugriff auf ein Attribut, das im statischen Typ noch nicht definiert ist, ist nicht erlaubt, auch wenn der dynamische Typ dieses Attribut besitzt. Warum ist das sinnvoll? Jetzt kann ich mich selbst fragen, weiß ich das schon? Dann kann ich sagen, ja, das weiß ich. Und dann soll ich wie oben einmal beschrieben, dann klicken Sie auf Prüfen. Und dann halten Sie, okay, super, schreiben Sie die Frage im Quiz in das zugehörige Feld. Das werden wir gleich noch machen. Okay, was passiert aber, wenn Sie zum Beispiel auf solche Einnahmen kommen und sagen, okay, das kann ich noch nicht? Dann gehen Sie ebenfalls auf Prüfen. Und dann wird Ihnen bei jeder Aufgabe, bei jeder Frage gesagt, wo Sie nachschlagen können. Und hier ist zum Beispiel, Sie sollen im Abschnitt Begriffsbildung Referenztypen aus dem Foliensatz 3b Referenztypen nachschauen. Oder Sie tauschen sich mit Ihren Tutoren aus oder auch zum Teil Lösungen zu Hausübungen. Und so machen Sie das mit allen Aufgaben. Und dann können Sie wieder auf nächste Seite gehen oder Sie können hier oben die Navigation benutzen. Wir waren gerade hier bei der Seite. Und Sie sagen, okay, das kann ich. Dann können Sie hier Ihre Antwort eintippen. Hier können Sie sie nicht prüfen. Also es ist keine Prüfung, wenn Sie etwas eintippen, ob das korrekt ist. Denn die Idee beim Quiz ist, dass es ausreichend ist, wenn Sie dieses Wissen hervorholen. Und deswegen sollen Sie es hier selbst eintippen. Und hier können Sie auch einfach navigieren, sagen, okay, hier schreibe ich das nächste rein. Und wenn Sie sagen, okay, das kann ich noch nicht, dann überspringe ich das. Und so haben Sie, wenn wir nochmal zum Klausurvorbereitungs gehen, also wir können in die FOP, wir können einmal nach ganz unten zum Klausurvorbereitungskurs und dann sehen Sie, es gibt die Quizze A bis Z. Und da finden Sie jeden Montag und jeden Donnerstag ein solches Quiz.
Warum ein Quiz? Empirische Studien ergeben, dass schlichtes Lesen keine effektive Lernstrategie ist. Sie glauben, etwas zu wissen, nur weil sie es oft gelesen haben. Mitnichten. Bei effektiven Lernstrategien geht es darum, dass sie dieses Wissen hervorholen, und zwar am besten regelmäßig, zu verschiedenen Zeitabschnitten, vermischt mit ähnlichen Themen, und zwar bewusst. Diese Aspekte werden durch das Quiz abgedeckt, sodass sie das Wissen langfristig für die FOP-Klausur zur Verfügung haben. Zusätzlich wird die Schulung evaluiert, das heißt wissenschaftlich empirisch begleitet und ausgewertet. Daher gibt es Fragebögen vor und nach der Schulung, um sie nach ihren Erwartungen und ihrer Zufriedenheit und ihren Verbesserungsvorschlägen zu befragen. Interviews mit freiwilligen Studierenden, um ihre Perspektive als Studierende noch besser zu verstehen. Welche Gründe sprechen für Ihre Teilnahme an der Evaluation? Durch die Abfrage Ihrer Erwartungen kann an bestimmten Stellen im Kurs explizit auf Ihre geäußerten Bedürfnisse eingegangen werden. Durch die Abfrage Ihrer Zufriedenheit und der Verbesserungsvorschläge soll der Klausurvorbereitungskurs für Ihre Kommilitoninnen im nachfolgenden Semester weiterentwickelt werden. In den Interviews können Sie Ihre Lernstrategien reflektieren, um für weitere Klausuren in Ihrem Studium einen durchdachten Plan zum Lernen parat zu haben. Und zum Schluss noch die FAQs. Wann ist eigentlich die Klausur? Am Dienstag, den 6. April, direkt nach Ostern. Ist der Klausurvorbereitungskurs verpflichtend? Nein, aber er soll Ihnen eine Hilfe sein. Muss ich mich zum Klausurvorbereitungskurs anmelden? Nein. Wann startet das erste Quiz? Am Montag, den 4. Januar. Wann wird ein neues Quiz hochgeladen? Jeden Montag und Donnerstag von Anfang Januar bis Ende März. Was passiert, wenn ich ein Quiz nicht lösen kann? Suchen Sie sich Hilfe. Wo finde ich weitere Informationen? Im Bereich Klausurvorbereitungskurs, in Moodle, im FOP-Kurs. Wer ist Ihr Ansprechpartner? Das bin ich, Svane Esche, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin unter Carsten Weihe und Sie unterreichen mich per Moodle-Nachricht, im Forum oder unter meiner E-Mail-Adresse.